Bis. Ja, Leute, fangen wir an, bevor es links vielleicht ungemütlich wird, ja? Als erstes begrüßen wir euch alle. Ihr sinnlosen Optimisten. Ihr letzten Freidenker, ihr verdammten Querulanten. So. Natürlich, für jeden Anfang verweisen wir natürlich auf die Nicht-Existenz aller Vorwürfe uns gegenüber betreffend den Begriffen Antisemitismus, allem extremen Fanatismus, rechts, links. Wobei ich eigentlich bis heute nicht weiß, was das eigentlich wirklich ist. Ich habe mich nie dafür interessiert. Und wir sehen das nicht aus dem Grund, weil wir eigentlich die neugeborenen Menschen der Vernunft sind, für die man bis heute eigentlich keine Begriffe hat. Sie versuchen uns immer wieder Begriffe zu geben. Und tja, ich würde sagen, have fun. Also als erste Maßnahme heute, welche Überraschung, kommt der Stefan. Hallo. Es ist meine 10. Mahnwache heute. Das heißt, es ist für mich ein kleines Jubiläum. Und deshalb möchte ich einfach ein paar Gedanken über mein Jubiläum teilen. Also wir wissen ja alle, warum ich da bin. Also ich weiß, warum ich da bin. Ihr wisst, warum ihr hier seid. Wir wissen, dass das, was gerade in der Ukraine passiert, dass das einfach eine große Scheiße ist, ja, dass da ein Bürgerkrieg stattfindet, wo einfach unschuldige Menschen sterben, die einfach nur im Frieden leben wollen. Und ich bin halt der Meinung, dass das aufhören muss. Mir ist eigentlich wurscht, wer Schuld hat. Ich will einfach, dass das aufhört. Ich will nicht, dass noch mehr Flugzeuge vom Himmel fallen. Ich will nicht, dass noch mehr Kinder sterben. Und ich will nicht, dass noch mehr Gräueltaten begangen werden. Und vor allem will ich, dass aus diesem Konflikt kein großer Konflikt wird, weil die Gefahr besteht. Und übrigens, das muss ich jetzt auch dazu sagen, das ist ja schon so wie das Beipackzettel, wenn man sich ein Medikament kauft. Ich bin kein Fan von Putin, ich habe kein Poster von ihm in meinem Zimmer hängen und ich bekomme auch kein Geld vom KGB. Wir wissen auch, dass das, was gerade in Gaza passiert, dass das auch eine große Kacke ist. Und auch da bin ich der Meinung, dass das aufhören muss. Mir ist wurscht, wer schuld daran ist. Ich bin der Meinung, es muss einfach aufhören. Denn was hier gerade passiert, das hilft letzten Endes niemandem. Außer den Menschen, die Waffen produzieren und diese dann verkaufen. Aber jetzt will ich nicht zu viel über all diese schrecklichen Geschehnisse reden. Wir wissen, dass es passiert. Ich bin überzeugt, dass jeder, der hier ist, in seiner angemessenen Art und Weise dagegen auch protestiert. Und in der nächsten Zeit werde ich mich sowieso auch wieder mit schrecklichen Dingen beschäftigen müssen. Jetzt kommen wir mal zur Mahnwache an sich. Am 5. Mai habe ich zum ersten Mal geredet. Seitdem ist viel passiert. Ich habe viele Freunde gewonnen. Ich habe ein paar Menschen kennengelernt, die mir weniger freundlich gesinnt sind seitdem, aber damit muss ich wohl leben. Ich habe auch das Gefühl, dass einige wenige Freunde, Bekannte und Verwandte, die mich eben schon vor der Mahnwache kannten,
dass mich die jetzt als sowas wie ein Provokateur wahrnehmen, als sowas wie ein Nestbeschmutzer. Aber das stimmt gar nicht. Ich beschmutze das Nest nicht. Ich scheiß nicht auf Österreich und ich scheiß auch nicht auf die Welt. Ich sag nur, dass unser Nest zum Teil aus Scheiße und aus Blut gebaut ist. Und dass wir vielleicht ein neues Nest bauen könnten, weil das alte Nest stinkt und ist faulig. Und langsam macht es uns Menschen krank oder mehr krank. Und da zitiere ich jetzt wieder Rosa Luxemburg, die sagt, zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Seit 12 Wochen bin ich jetzt hier bei der Mahnwache aktiv. Und es wundert mich nicht, dass sich das seit 12 Wochen hält. Aber es gibt Menschen, die wundern sich darüber. Nämlich die, die nicht daran glauben. Es hat Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, die Mahnwachen, die wird es bis zur Fußball-WM geben und wenn die Fußball-WM aus ist, dann wird sich das Ganze verlaufen haben. Stimmt nicht. Es geht erst los, genau. Und deshalb möchte ich jetzt mein Jubiläum dazu nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Ich möchte mich bedanken bei allen Leuten, die hier aktiv in der Orga sind, die da mithelfen, das alles hier immer aufzubauen, die Woche für Woche ihre Freizeit dafür opfern. Und ich möchte mich jetzt mal besonders bei einem Menschen bedanken, den man kaum zu Gesicht bekommt, und das ist der Stefan. Der Stefan da. Der Stefan ist voll berufstätig und trotzdem ist er bis jetzt jeden Montag dabei gewesen. Und er ist aber so bescheiden, dass man schon ganz genau hinschauen muss und vor allem ganz genau hinhören muss, damit man seine geniale Arbeit wirklich schätzen kann. Und dann möchte ich euch danken, denn ohne euch würde es auch uns hier nicht geben. Ohne euch würde es keine Mahnwache geben. Und da sind Menschen dabei unter euch, die ich die 10 Mal, wo ich hier war, die ich auch gesehen habe. Und ich glaube, dass einige dabei sind, die von Anfang an mit dabei sind und noch kein einziges Mal gefehlt haben. Und ich würde jetzt sagen, klatscht mal für euch und jubelt für euch. Und danke für eure Geduld. Wenn man es realistisch betrachtet, das versuche ich, obwohl ich mich als naiv sehe, obwohl ich mich als Optimisten sehe, obwohl ich auch versuche, visionär zu sein, versuche ich trotzdem auch, realistisch zu sein. Und wenn wir das hier realistisch betrachten, dann können wir davon ausgehen, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis wir überhaupt einen Erfolg haben werden. Und mit einiger Zeit meine ich Jahre. Doch. Ich meine, ich hab mich heute mit einem unterhalten, mit einem anderen Orga-Mitglied aus Kärnten. Und es könnte schneller gehen. Sicher. Aber da müssten alle zusammenhelfen. Und mit allem meine ich Politik, Medien und Wirtschaft. Und was wir hier machen, wir müssen halt die Global Player, sage ich mal, die Führungspersönlichkeiten, mal aufmerksam machen auf uns, mal aufmerksam machen auf alternative Ideen und alternative Wege, die es gibt. Und wenn man es realistisch betrachtet, kann es auch passieren, dass wir gar keinen Erfolg haben. Kann passieren, dass sich das alles verläuft irgendwie im Sand und dass es untergeht. Aber auch wenn das passieren sollte,
war es nicht umsonst. Denn eins bin ich mir sicher, dass jeder für sich aus den Friedensmahnwachen für sich etwas mitnehmen kann. Das ist mir zumindest so passiert. Und wir wollen jetzt auch in den nächsten Wochen etwas Neues probieren. Wir wollen eine Art interaktive Mahnwache machen. Wir werden es mal mit ein-, zweimal probieren. Und wenn sich das dann einspielt, wollen wir versuchen, dass wir auf dieses ganze Kramure, was wir da haben, dass wir darauf verzichten und dass wir wirklich versuchen, interaktiv miteinander zu arbeiten. Ja, dass wir Leute herkriegen, die vielleicht Workshops abhalten, dass Leute da sind, die Ideen haben, wie man sich vernetzt. Ich mache jetzt gerade beim Rüdiger Lenz die Ausbildung zum Nichtkampfpraktiker. Und ich werde das auch mit einbringen. Also ich bin sicher bereit, dafür Leute von euch, die interessiert sind, mich herzusetzen und über die Nichtkampftheorie zu philosophieren und drüber zu reden. Ich bin auch bereit, ich bin ja Schauspieler, ich habe eine gute Ausbildung, ich bin auch bereit, da Übungen weiterzugeben, weil ich finde, dass man eine ganzheitliche Sinnlichkeit durchaus auch außerhalb des Schauspielsberufs einsetzen kann. Darüber aber in nächster Zeit ein bisschen mehr. Ah ja, und ich freue mich darauf. Und jetzt, weil das Jubiläum ist, möchte ich ein Gedicht vorlesen. Eines meiner absoluten Lieblingsgedichte. Und es geht um Wandel, es geht um Weiterentwicklung. Und ich finde, dass die Begriffe Wandel und Weiterentwicklung für diese Bewegung immens wichtig sind. Und deshalb finde ich auch, dass dieses Gedicht für diese Bewegung wichtig ist. Das Gedicht ist von Hermann Hesse und es heißt Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum und Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohl an dein Herz, nimm Abschied und gesunde. Danke, Wiedersehen.